Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wie gesagt, es freut mich, dass noch welche nicht auf dem CDU-Parteitag sind. Damit möchte ich aber doch kurz anfangen. Wir erleben gerade, dass mit einem erneuerten Leitantrag beim Bundesparteitag heute wohl das schlimmste Theater bei der CDU verhindert werden konnte. Aber ich glaube, die Diskussion über Obergrenzen und Kontingente wird noch lange nicht vorbei sein und auch nicht beendet sein. Ich begrüße im Übrigen, dass Frau Merkel den Hardlinern in ihrer Partei nicht nachgegeben hat. Und sie hat auch durchaus ein paar bemerkenswerte Sätze in ihrer Rede gesagt, die ja, glaube ich, noch gar nicht zu Ende ist, wie dass wir zum Beispiel die Welt auch mit den Augen der anderen betrachten müssen. Ich glaube, das kann man nur als positives Signal begrüßen. Aber nichtsdestotrotz hat die CDU kein wirkliches Konzept zur Bewältigung der anstehenden Probleme, kein tragfähiges Zukunftskonzept für das Land in der Hand. Zum Beispiel bei den Geflüchteten ist völlig klar, bräuchten wir ein schlüssiges Integrationskonzept, aber es wird in erster Linie weiter auf Abschottung gesetzt, auf Schutz der Grenzen, auf das Ziel, die Zahl der Flüchtlinge zurückzudrängen und insbesondere auch den Schutz runterzusetzen. Es wird viel über Integration geredet, aber es liegt kein Konzept auf der Hand. Wir brauchen dringend eine fortschrittliche Investitionspolitik, die den Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird. Es ist völlig klar, wir müssen deutlich mehr Geld in die Bildung investieren. Bildung ist das A und O, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass zum Beispiel die Flüchtlinge integriert werden, aber auch diejenigen, die bei uns bildungsferner sind, stärker herangeführt werden können. Die Lage der Kommunen ist immer noch unbefriedigend. Auch mit dem, was jetzt beschlossen wurde, wird die Finanzfrage nicht zu lösen sein und werden die Kommunen weiter überfordert sein. Die Anstrengungen im Wohnungsbau, wo sich alle einig sind, dass die drängend sind, sind immer noch völlig unbefriedigend. Und was wir hören über die Integration beim Arbeitsmarkt, ist entweder sehr unkonkret oder sehr bedenklich. Wenn jetzt zum Beispiel das Kieler Weltwirtschaftsinstitut wieder fordert, man soll Lohnzuschüsse für die Geflüchteten bezahlen, dann geht das völlig in die falsche Richtung. Wir würden quasi den Unternehmen Geld dafür zahlen, dass sie bevorzugt Flüchtlinge nehmen und sie dann gegen die Teile ausspielen, die bei uns auch Arbeitsplätze suchen. Ich glaube, das kann nicht der Weg sein. Der Weg muss sein, dass Geflüchtete und hier lebende Menschen, was Lohn- und Arbeitsbedingungen betrifft, gleich behandelt werden. Dafür bräuchten wir aber ein größeres öffentlich gefördertes Beschäftigungsprogramm. Wir bräuchten höhere Investitionen in den öffentlichen Sektor, was auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen würde. Von all dem haben wir nichts gehört, eher dann wieder von Frau Glöckner, dass man Burka-Verbot aussprechen soll. Und auch die Signale sind widersprüchlich. Während einerseits Integration gefördert wird, fordert Schäuble, den Geflüchteten Geld zu streichen, wenn sie einen Sprachkurs belegen. Das kann kein Mensch verstehen und scheint nicht ein in sich schlüssiges Konzept zu sein. Anstatt die Rüstungsexporte und damit einzuschränken und damit Fluchtursachen wirklich zu bekämpfen, wird so viel exportiert, auch in Krisenregionen wie noch nie. Ich finde, da wäre ja mal der erste Schritt dringend fällig. Insofern muss man konstatieren, Worte und Taten gehen eben weit auseinander. Und ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Gestatten Sie mir auch einen kurzen Rückblick auf den Parteitag der SPD. Ich finde, dieser SPD-Parteitag ist in jeder Hinsicht interessant. Gabriel will Kanzler werden, schiebt aber seine Partei immer mehr nach rechts in die vielgerühmte Mitte.
Die Mitte wurde im Übrigen mit durch die Politik der SPD und durch die Prekarisierung immer kleiner gemacht. Also man streitet sich da um immer weniger Leute. Interessant ist, dass prekäre Menschen im Niedriglohn, Erwerbslose, ärmere Menschen in dieser Frage keine Rolle mehr spielen. Man überlässt die wohl der Linkspartei. Ich weiß es nicht, was die Strategie dahinter ist. In fast allen zentralen Fragen entfernt sich die SPD oder zumindest ihre Führung von einem linken Reformprojekt. Egal ob TTIP, Rüstungsexporte, Krieg gegen den Terror, Steuer- und Sozialpolitik. Die Gemeinsamkeiten werden bei dieser Linie definitiv kleiner. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich immer mehr von dem linken Reformprojekt entfernt, wie will Gabriel dann Kanzler werden und sich Mehrheiten sichern? Also ich glaube, diese Frage ist völlig unbeantwortet worden auf dem SPD-Parteitag. Interessant ist aber auch, dass ihm offensichtlich große Teile seiner Partei gar nicht folgen auf diesem Weg. Das betrifft nicht nur TTIP, das betrifft auch den Krieg gegen den Terror, das betrifft eben auch die Sozial- und Steuerpolitik. Wir bleiben dabei, wir brauchen für den dringend nötigen Politikwechsel ein linkes Reformprojekt. Und wir werden dieses Projekt weiter vorantreiben, insbesondere auf den Feldern Arbeit, Soziales, öffentliche Infrastrukturpolitik, Demokratie, sozial-ökologischer Umbau und Frieden. Und wir werden nicht nur der SPD, auch natürlich den Sozialverbänden, den Gewerkschaften, auch den Grünen, dieses Reformprojekt auch als Diskussionsangebot für einen Politikwechsel unterbreiten. Und wir bedauern, dass wir offensichtlich noch der einzig verbliebene Motor für ein solches linkes Projekt sind. Aber es werden auch in den nächsten Wochen verstärkt Demonstrationen gegen den Krieg stattfinden. Davon bin ich überzeugt. Die Friedensbewegung wird sich zeigen. Wir werden das auch unterstützen. Und wir können nur alle Sozialdemokraten, die mit diesem Kurs nicht einverstanden sind, auffordern, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen und deutlich zu machen, dass es hier noch Kräfte gibt, die für einen linken Politikwechsel stehen. Die SPD ist dazu recht herzlich eingeladen. Zum Klimagipfel. Der Jubel in Paris war groß, als klar war, dass sich alle 196 Staaten am Klimaschutzabkommen beteiligen. Und dieser Jubel ist durchaus gerechtfertigt. Im Gegensatz zum letzten Gipfel in Kopenhagen sind teilweise erstaunliche Fortschritte gelungen. Es wurden die berühmten Schritte in die richtige Richtung gegangen, auch weil offensichtlich geworden ist, dass es so nicht weitergehen kann. Ich möchte diese Erfolge keinesfalls kleinreden. Ob aber die Titel oder die Zuordnung Meilenstein historisch wirklich Bestand haben werden in den nächsten Jahren, das werden wir noch sehen. Generell kritisieren wir die zu unklaren und ungenauen Zielsetzungen. Weder sind abrechenbare Zeitpunkte verabredet, noch konkrete Wege, die zur nötigen Reduktion von Treibhausgasemissionen führen werden. Das wäre aber dringend notwendig, diese nächsten Schritte zu gehen. Die zweite Frage ist, ob das Prinzip der völkerrechtlichen Freiwilligkeit in Anführungszeichen schnell und deutlich genug zu Aktionen führt, die den Klimawandel nachhaltig aufhalten. Es muss alles dafür getan werden, dass das Pariser Abkommen nicht zu einer reinen Absichtserklärung degradiert wird. Uns sind zudem die Hilfszahlungen für die schwächeren Staaten zu unkonkret. Wer wann wie viel zahlt, um auch ärmere Staaten in die Lage zu versetzen, konkrete und wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen zu können, ist zu ungenau. Das wird aber der wesentliche Punkt sein. Wenn die Länder finanziell nicht unterstützt werden, werden sie auch andere Prioritäten setzen und das Klimaschutzziel wird hinten runterfallen.
zu den Wahlen in Frankreich. Positiv ist, dass der Durchmarsch der rechtsextremen Front National abgewendet werden konnte. Sie hat keinen einzigen Wahlkreis gewonnen. Das ist die gute Nachricht, auch dass die Wahlbeteiligung höher war und offensichtlich viele Franzosen bewusst zur Wahl gegangen sind, um einen Wahlsieg der Front National zu verhindern. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Auf mittel- und längerfristig ist der Front National nicht wirklich geschwächt. Sie haben eine hohe Stammwählerzahl. Sie können sich aufgrund von dem Wahlsystem jetzt auch praktisch als Märtyrer gebärden, also die keine Chance haben, irgendwo reinzukommen, weil sich die anderen Parteien miteinander verbünden. Dieses Bündnis ist durchaus korrekt, wird aber nicht dazu führen, dass die Rechten auf Dauer schwächer werden. Ich habe hier schon öfters gesagt, dass mich auch sehr besorgt die Rechtsentwicklung in Deutschland. Und die Linke hat auch auf ihrer Vorstandssitzung, Parteivorstandssitzung gestern und vorgestern nochmal bekräftigt, nicht nur ein Fünf-Punkte-Programm gegen den Rechtspopulismus, sondern wir haben auch noch mal dazu aufgerufen, Bündnisse gegen rechts in Deutschland zu schließen. Es ist dringend notwendig, dass insbesondere die demokratischen Parteien klare Kante zeigen gegen rechts und dass es aber auch breite Bündnisse gibt, der zum Beispiel von SPD, Grünen, Linken, mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden, mit antifaschistischen Gruppen gegen den Rechtspopulismus und gegen die Radikalisierung auf der rechten Seite. Wir begrüßen es sehr, dass der DGB in Baden-Württemberg zum Beispiel am 16. Januar eine erste Demonstration gegen Rassismus macht. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir auch auf den öffentlichen Plätzen und den Straßen deutlich machen, dass es keine Toleranz für ausländerfeindliche, flüchtlingsfeindliche, rechtspopulistische Positionen gibt. Zum Schluss das Thema Frontex, Pläne der EU. Morgen stellt die Europäische Kommission ein Gesetz vor, das die Abschottungsagentur Frontex erheblich aufrüsten will. Die EU möchte unter deutscher und französischer Führung eine eigene Abschottungsgruppe ins Leben rufen. Im Vergleich zur schon millionenschweren Agentur Frontex soll die neue Organisation doppelt so viel Geld erhalten. Eigene Schiffe, Helikopter und eine rund 1500 Mann schnelle Eingreiftruppe. Diese Abschottungswache würde in EU-Ländern, in denen viele Geflüchtete ankommen, auch gegen den Willen dieses EU-Landes eingreifen und aktiv abschieben können. Eine solche EU-Abschottungseinheit wäre eine substanzielle Kompetenzverlagerung von der nationalen zur europäischen Ebene, und zwar eine negative. Würde quasi das Verfügungsrecht der Länder selber erheblich einschränken. Wir kritisieren diese Pläne. Wir glauben auch nicht, dass auf die Dauer auf diesem Wege wirklich Geflüchtete davon abgehalten werden können, nach Europa zu kommen. Und wir stellen schon die Frage, was ist eine EU wert, die ihre Freiheit nur durch militarisierte Außengrenzen garantieren kann? Was ist eine EU wert, die ihren Wohlstand aus einer ausbeuterischen Freihandelspolitik bezieht? Wir haben kein Verständnis für eine Politik, die Erdöl, Autos und Futtermittel ins Land lässt, aber keine Menschen in Not. Die grenzenlose Freizügigkeit für Kapital und für Waren garantiert, aber für Menschen, die Grenzen dicht machen will, das passt nicht zusammen. Deswegen haben wir auch am Wochenende nochmal beschlossen, dass wir weder für Obergrenzen noch für Kontingente sind und diesen Weg für falsch halten. Wir haben ja bereits, Katja Kipping und ich, einen anderen Vorschlag eingebracht, der wesentlich realisierbarer und tragfähiger wäre, nämlich dass wir eine europäische Umlage machen, die eben dazu führt, dass Länder,
die eine restriktive Flüchtlingspolitik machen und keine Flüchtlinge oder wenige Flüchtlinge ins Land lassen oder die Menschenrechte mit Füßen treten, dass die aber dafür bezahlen müssen. Und dass die Länder belohnt werden, die eine humanitäre Flüchtlingspolitik machen. Ob die immer zahlen können direkt, ist nochmal die zweite Frage, weil wir ja auch der Größeres in wirtschaftlichen Angelegenheiten sind. Aber es wäre ja schon viel gewonnen, wenn sie nicht auch noch eine Menge Geld dafür kriegen, dass sie unter dem Strich dann keine Flüchtlinge ins Land lassen. Wir sind überzeugt, dass wir eine solidarische europäische Lösung brauchen für die Flüchtlingsfrage, aber diese europäische Lösung muss anders aussehen.